Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier mit dem Chris und Station Heroes. Eine weitere Folge. Ja, in der letzten Folge haben wir festgestellt, dass unsere Rakete buggt und ihr seht gerade, sie ist wieder da und lädt aus. Und ist die Frage, was hat der Chrissy Schnissi gemacht? Naja, ich habe der Rakete einfach gesagt, dass sie zurückkommen soll. Das Skript, was ich benutze, hat nicht die Möglichkeit, der Rakete zu sagen, dass sie zurückkommen soll. Und deswegen musste ich mir helfen, dass sie zurückkommt. Also scheinbar scheint die Rakete bei irgendeinem Speichern oder Laden, scheint sie irgendein Problem gehabt zu haben. Und was muss man jetzt machen, um sie wieder zurückzuholen? Naja, im Code ist es leider nicht drin, deswegen werden wir das auch noch nacharbeiten, aber jetzt aktuell nicht. Heute habe ich was anderes mit euch vor und ich zeige euch das mal. Wir haben hier das Automated Rocket Automation Modul, den Kopf, und der war ja irgendwie gebuggt, die hat nichts mehr gemacht. Und da sieht man hier, dass sie eben verschiedene Modis hat, ja, die habe ich hier auch hingeschrieben. Und da seht ihr auch, wenn ihr den Modus 5 habt, Returning to Launch, dann hat er hier den Modus, den kann man nämlich lesen, 5. Aber den Modus kann man nicht schreiben. Ja? Also wie sagt man der Rakete jetzt, was sie machen soll? Das macht man hier über diesen Befehl Activate. Ja? Über den Befehl Activate sagt man der Rakete, was sie tun soll. Und in dem Fall müssen wir der Rakete dann über das Activate den Wert 5 übergeben. Und dann kommt sie auch wieder zurück. Ja? Also wenn ihr das mal habt, dass sie irgendwo stecken bleibt. Ich habe jetzt hier einen extra EC10-Chip genommen, weil ich jetzt nicht so schnell war. Also meine Rakete hatte so wenig Sprit noch, dass ich nicht so schnell war, sie jetzt wirklich hier mit einem zweiten Rückkehrtaster zu versehen. Deswegen habe ich mir schnell mal ein Skript geschrieben. Ich kann euch das mal zeigen. Das ist ganz, ganz einfach. Edit. Das ist ganz einfach. Wir haben den Raketenkopf an D0 und dann als Loop habe ich immer weiter hingeschickt Store, also Set, D0, in dem Fall Rakete, Activate auf 5. Und damit kriegt die Rakete den Befehl, dass sie zurückkommen soll. Und dann ist sie auch zurückgekommen, ja, aus dem Festsitzen. Das heißt, immer wenn die Rakete jetzt ein Problem hat und nichts mehr aufsammelt, werde ich diesen Chip hier einfach anschalten. Und damit wird automatisch der Befehl 5 gesetzt und sie kommt dann wieder zurück. Das werde ich natürlich noch auf dem Rückkehrbutton hier nebenbauen. Aber jetzt war das erstmal die schnelle Lösung, falls ihr das Problem auch habt, eure Rakete noch genug Sprit hat und irgendwo festhängt. Einfach ZD0 Activate 5. Modus 5 wird gesetzt, Rakete kommt zurück. Und sie hört es ja auch, sie kam zurück. Es ist schon fies, wenn man Dings hat, wenn man Sound hat, ne? Es ist schon echt laut, das Spiel. Ja, also das lassen wir jetzt erstmal hier so stehen. Wenn sie jetzt ausgeladen hat, würde ich sie nochmal losschicken. Einfach nochmal, um zu gucken, ob sie wiederkommt oder ob sie wieder stecken bleibt. Aber dann können wir sie ja jederzeit wieder zurückholen durch unseren Code, haben wir ja jetzt gemacht. Ja, wie gesagt, ein Knopf wäre schön, noch ein zweiter, ein Rückkehrbutton. Da weiß ich aber noch nicht, wie ich das in den Code einbringen muss, deswegen gucke ich mal. So, getankt ist sie, wir schicken sie nochmal los. Ah, jetzt wo man Atmosphäre hat, ist sie richtig laut. Alter, ist sie laut. Die geballert hat, ey. Ui. So, wie gesagt, wir sind ja größenwahnsinnig, wir wissen ja, dass hier nichts passieren kann, deswegen schicken wir sie wieder los. Und jetzt fängt sie wieder an zu minern und jetzt ist sie raus aus ihrem Bug. Sie minert wieder, ist wieder auf Modus 4. Sie kriegt auch wieder Erze. Alles schicki. So, wir wollten in der letzten Folge schon mal anfangen, hier diese ganze Geschichte zu bauen, um unsere Vending Machine dann in Betrieb zu nehmen. Dazu würde ich mir kurz mal überlegen, die Vending Machine können wir hier irgendwo in der Ecke stellen. Würde ich sagen. Ja, hier irgendwo kann die ja stehen. Dann stört sie uns nicht. Aber die Vending Machine braucht natürlich vorne und hinten Platz. Also müssen wir sie seitlich aufstellen. Und das würde ich als erstes erstmal machen wollen. Eine Vending Machine bauen. Oder haben wir noch eine? Oh, ich kann mich nicht dran erinnern. Wir bauen einfach eine. Wo bauen wir denn? Ich habe, glaube ich, schon mal geguckt, wo man eine Vending Machine baut. Also einen Verkaufsautomaten. Da brauchen wir ja keinen getrockneten. Das reicht ja normaler. Im Electronics Printer wird er gebaut. Okay. So geil, wenn man Dings hat. Wenn man eine Atmosphäre hat, ist das unglaublich, ey. Elektrom brauchen wir, alles klar. So, wir haben ja gesagt, wir werden jetzt keine Erze mehr, Dings mehr von A nach B bringen, sondern wir werden, also unter den Geräten austauschen, sondern wir werden das jetzt sofort schmelzen, wenn wir was brauchen. Hälfte Silber, Hälfte Gold, alles klar. Dann mal los hier, Hälfte Silber, Hälfte Gold. Silber war, glaube ich, der hier, ne, das Blei. Silizium. Silber ist der hier.
Machen wir mal hier. 1, 2. Und das war, glaube ich, Gold hier. Ne, das Nickel. Das Gold. 1, 2. So. Hier habe ich noch ein bisschen Sachen im Inventar von meinen Experimenten. Das werden wir natürlich jetzt auch noch gleich mal wieder rausschmeißen. Oder haben wir noch irgendwas, was... Wie sehen die STB-Silos eigentlich in schwarz aus? Das gefällt mir. Wow, die sehen aus wie graue Kästen. Das ist schön. Oh ja, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Hier den auch noch. Jetzt muss ich noch irgendwas anderes schwarz malen. Mal nicht immer alles schwarz, Chris. Doch. Oh, jetzt habe ich noch 4%. Ah, ich brauche noch irgendwas, was ich schwarz machen kann. Das hier. Oh, jetzt ist sie leer. So, jetzt laden wir erstmal unsere Taschen aus hier. Wir hatten ja da draußen noch ein paar Rohre verlegt. Das ist immer so lustig, wenn ich immer sage, wir haben da draußen ein paar Rohre verlegt. Bei mir im Bekanntenkreis ist Rohre verlegen ein Begriff für was anderes. Da muss ich immer innerlich ein bisschen lachen. Obwohl das ja gar nicht zum Lachen ist. Aber gut. So. Eine Vending Machine wollten wir bauen. Dazu brauchen wir Elektrum. Dazu braucht man den Ofen. Genau. Hier steht es ja sogar schon auf Elektrum. Haben wir also keinen Stress mit. Ah, bei Pier. So. Dann gucken wir mal, ob der jetzt Elektrum schmilzt. Aber er müsste eigentlich, weil er jetzt auf Elektrum eingestellt. Und hier passiert auch ein bisschen was. Oh, das ist alles schicki. Ofen läuft. Regelt schön, so wie es sein soll. Ja, wunderbar. Hier ist alles an. Ja. Die ist off. Ne, die ist an. Der ist an, der zeigt was an. Ja. Ist immer schwer zu sehen, wenn er in der Sonne ist hier. Aber hier sieht es auch gut aus. Immer mal kontrollieren, ob hier genug Druck ist, ob hier genug Gas erzeugt wird und so weiter. Weil manchmal buggt es halt. Und dann muss man halt reagieren. Warum ist eigentlich der Computer hier an? So. Ach, das ist so schön mit Elmos Ofen. Man muss einfach überhaupt nichts mehr machen. So, aber während die Vending Machine baut, können wir hier schon mal parallel Schutz bauen. Die können ja hier schon mal ein bisschen bollern hier. Die werden wir ja gleich brauchen. Und ja, ich habe hier keinen Stacker davor, ich weiß. Und es wird ganz furchtbar aussehen. Und es wird, ja, ist egal. Wenn ihr Stacker haben wollt, baut euch hier Stacker rein. Ich baue mir jetzt aktuell keine rein, weil ich einfach das noch nicht so sehe. Außerdem finde ich es cool, wenn Sachen durch die Gegend fliegen. So geil. Und jetzt nochmal. Schön aufeinander gelegt. Guckt's euch an. Ah, ich liebe das einfach. Es fetzt. Oh, nicht noch eine Vending Machine bauen. Ach, können wir sowieso nicht, weil ist hier nichts Stahl mehr in die Geräte. Müssen wir noch Stahl bauen. Okay. Das ist so laut mit Atmosphäre, das macht keinen Spaß, ey. Das macht keinen Spaß, wirklich nicht. So, und wie ihr seht schon, die Vending Machine hat halt Ein- und Ausgänge. Und ich würde mal sagen, wir könnten die ja hier so zusammenfassen, die Sachen. So, stellen wir sie hier hin. Ja, das heißt, hier wird dann der Ausgang, der geht dann unter Tage, geht dann unter die Basis. Da werde ich dann offline da unten mal buddeln und was bauen. Das müsst ihr nicht zugucken, das ist voll anstrengend. Ich würde mir nicht hier 5 Folgen lang angucken wollen, wie jemand sich durch die Erde gräbt und irgendwelche Gerüste baut. Das mache ich dann ohne euch. Aber das hier bauen wir jetzt alles. So, jetzt brauchen wir erstmal unser Kuhfuß. Haben wir ja im Chat drüber, im Stream drüber gesprochen, was ein Kuhfuß ist. Weil wir brauchen jetzt hier Platz und hier wollen wir ja dann nach unten graben, also können wir das auch mal wegmachen. So, Strom brauchen wir auch noch natürlich, genau, hier, der Vending Machine muss auch noch mit an die Stromleitung angeschlossen werden. Dazu brauchen wir jetzt erstmal, das machen wir nämlich als erstes, brauchen wir jetzt erstmal Strömlinge hier. Und ich belasse sie auch wieder extra in dem kompletten Netzwerk, also... Wir werden hier kein Trafo zwischenbauen oder irgendwas. Das hört sich so komisch an, wenn man keinen Helm auf hat. Also ich habe ja einen Helm auf, aber wenn man keinen... Ist so geil, die Geräte alle Geräusche machen. Sollen wir mal ganz kurz gucken, ob die Rakete noch was macht. Ah, ihr seht, guck mal, die hängt schon wieder fest. Nee, sie holt noch was.
Aber letztes Mal war sie bei 230, hat sie festgehangen, ne? Aber ist egal. Ja, also es ist so lustig, was alles hier so, was alles so Geräusche macht hier. Das finde ich schon ein bisschen cool. Jetzt müssen wir natürlich unsere Basis wieder depressurizen. Also wir müssen den ganzen Druck wieder ablassen, weil, ja, wenn wir es jetzt hier unten buddeln, ist ja unsere Basis, hat ein Loch und dann ist doof, ne? Dann haut der ganze Druck ab. Das wollen wir ja nicht. Also werden wir hier dann wahrscheinlich, naja, obwohl, unter der Basis dürfte eigentlich, ist ja Erde. Also eigentlich dürfte nichts passieren. Also eigentlich dürfte nichts passieren. Theoretisch müssten wir uns hier durchbuddeln können, ohne dass wir irgendwas kaputt machen. Solange wir uns nicht nach draußen buddeln. So, dazu, um auch die richtige Stelle zu treffen, gab es einen total geilen Tipp von einem User. Ich weiß jetzt nicht, wie dein Name heißt, tut mir leid. Wir werden aber hier hinten am Ofen, da wo wir rauskommen wollen, hier, ja genau, hier ist ja doch der Ofen, Blödmann. Hier werden wir irgendwo rauskommen. Da können wir hier schon mal schnell mal hier den Schnatter hier schon mal rausfischen. Hier würde ich irgendwo rauskommen wollen mit der Chute. Ja, so hier neben, dann kann ich mir hier noch eine Wand hinbauen und kann dann sagen, hier, liebe Chute, zeig mir mal bitte, also ich möchte jetzt gerne Eisen haben oder so, drück drauf und dann soll hier Eisen rauskommen. Also nicht hier, ist hier der Ofen. Und ja, das würde ich gerne hier hochkommen lassen. Also hier müssen wir uns dann unten buddeln. Und da war nämlich die Frage, da hat nämlich ein User, hat mir da einen guten Tipp gegeben. Wie gesagt, sei mir nicht böse, wenn ich jetzt deinen Namen nicht im Kopf habe. Der meinte, nimm dir doch ein Tracking-Signal, also ein Beacon. Ja? Du kannst da ein Beacon aufstellen und dann kannst du ja mit dem Tablet dahin navigieren. Dann findest du unter der Erde genau zu dem Punkt. Und das werden wir auch machen. Auf dem schnellsten Weg uns dann dahin buddeln. So werden wir das auch mit dem Fahrstuhl machen. Ja. Und da ist ja halt die Frage, man könnte ja dann in den Service-Level hier mit dem Fahrstuhl nach unten fahren. Also wie im Keller, im Service-Keller, wo die ganzen Rohre und alles sind, dann haben wir da auch einen coolen Zugang zu. Ja, also dann hätte der Fahrstuhl eben nicht nur die Möglichkeit, ins Raketensilo zu fahren, sondern man könnte mit dem Fahrstuhl dann auch in den Service-Tunnel runterfahren. Und im Service-Tunnel unten, das ist quasi nochmal eine ein Block hohe oder zwei Block hohe Gegend. Muss ich mal gucken, wie hoch ich das mache. Und da könnten wir dann die ganzen Rohre verlegen, die uns immer so nerven, die immer hier oben lang gehen. Ja, das könnten wir alles da unten lang legen. Ja, die anderen Rohre, die jetzt liegen, lasse ich so, da fasse ich nichts mehr an. Aber man könnte sich halt auch überlegen, dann die Basis wieder zu depressurizen und das alles darunter zu verlegen. Aber, ach, das sind alles so Dinge, die könnte man machen. Du kannst auch lassen. Oh, die Chutes. Ja, wir brauchen Chutes. Haben wir ja gesagt. Ich denke, ich sollte inzwischen 1 Million Chutes da in meinem Bauraum liegen haben. Jo. Sehr schön. Alle so, Chris. Ich so, ja, ich zeige euch erstmal hier was anderes, was ich hier machen will. Und dann sehen wir weiter. Wie gesagt, Schutz brauchen wir ja ohne Ende. Deswegen ist das nicht über, weil wir müssen ja die Bewegung, die Schutz noch, oder die Bewegung, was wollte ich gerade sagen? Wir müssen die Schutz ja noch von der Vending Machine zum Dings verlegen, zum Ofen. Also brauchen wir Schutz. Also ist das hier alles easy. Ja, die Monks unter euch, die haben natürlich wieder aufgeschrien. Ich will einen Stecker. Ja, nehme ich nicht. Kein Bock. Brauch keinen Stecker. Mach das alles ohne Stecker. So. Ich glaube, wir haben auch gar kein Eisen mehr. Haben wir Eisen noch? Haben wir noch Eisen? Oh, dieses Piep ist so geil. Ist so geil, das Piep. Ja, wir könnten noch welche herstellen. Da ist nichts drin. Alles klar. So, machen wir aus das Ding. Fangen wir erstmal an. So, also wir müssen ja an der Vending Machine ankommen irgendwie mit dem ganzen Schnatter. Das heißt, theoretisch haben wir ja die Breite und dann müssen wir hier vom letzten einen Bogen machen zur Vending Machine. Ja, okay, das werden wir jetzt mal machen. Wir fangen mal an. Ich brauche eine Ecke, genau. Warum kann ich die jetzt da nicht anbauen? Na, weil ich blöd stand. Okay. Ah, das ist immer so in Station Years, man kann immer das alles nicht so schön sehen, wie man das gerne sehen würde. So, hier brauchen wir jetzt eine Junction und zwar muss die... Ist die so rum richtig? Ja, so rum ist sie richtig. Die werden wir jetzt mal hier überall dran bauen. Also wir wollen ja dann, dass das alles in einer Pipe endet, in einer Chute. Habe ich den jetzt verkehrt rumgebaut? Nein, habe ich nicht. Ach,
Die brauchen so viele Joules, ich sag's euch. Ich hab's euch gesagt. Muss man jetzt aufpassen, dass man sie richtig rumbaut? Das sind jeweils zwei. So, Hammer. Und jetzt brauchen wir hier ein paar Geraden. Straight. Ihr seht, das ist schon ganz schön viel hier, was wir da an Schutz brauchen. Ah ja, da. Man meint immer, bau nicht so viele Schutz, brauchst du eh nicht. Doch, brauchst du, weil ja für jedes Verteilerstück brauchst du ja wieder zwei Schutz. Mit Glas brauchst du, glaube ich, auch zwei Schutz. Ja, es ist schon nicht ohne. Schon wieder 10 weg, meine Herren. So, und bei dem Auswahlcode für die Chutes und für die Vending-Maschinen werde ich einen fertigen Code benutzen von einem User. Das werde ich euch dann auch wieder verlinken, weil ich einfach der Meinung bin, der ist so gut, da muss man nichts mehr dran machen. Ja, da setze ich mich nicht tagelang hin und investiere da Zeit, um rauszufinden, wie es funktioniert, sondern ich nehme einfach das, was er gebastelt hat und benutze den Code einfach und dann gibt es halt Credits und dann ist gut. Ja, also man muss nicht immer das Rad neu erfinden, das sage ich euch ja auch immer wieder. Man muss nicht das Rad neu erfinden, man kann es einfach, wenn jemand was Geiles gemacht hat, kann man das auch benutzen, kann denjenigen halt melden, sei schon nennen, ja, und die User können sich dann selber diese Codes raussuchen und können damit was machen, ja, ohne dass man da jetzt das Rad neu erfinden muss, ja. Also, wenn sich Leute eben hinsetzen und was Cooles herstellen oder programmieren, ist doch toll. Und das nehme ich doch gerne, wenn es funktioniert. Habe ich Zeit, selber mir eigene Sachen auszudenken oder zu bauen. So, also, was ich jetzt hier gemacht habe, habt ihr ja gesehen. Nicht erschrecken, ich habe einen sauerstoffgetriebenen Jetpack, deswegen mache ich meine Atmosphäre nicht kaputt. Hier kommen die Sachen raus, ihr seht die Pfeile. Und dann gehen sie hier rüber und dahin. Ja, man hätte natürlich die Vending-Maschine auch einfach hier hinstellen können, aber da steht sie mir wieder im Weg, da ich keinen Bock drauf, deswegen lasse ich die da stehen. Ja, ist mir egal, wo das Ding steht. Und die Chutes hier werden dann runtergehen in den Keller. Wie gesagt, da werden wir dann noch zu kommen. Wir können ja mal gucken, ob wir hier luftdicht sind. Wir können das ja mal machen. Wir nehmen mal unser Pupsi hier. Nehmen wir vorsichtshalber unseren... Ja, wir sind luftdicht. Nee, sind wir nicht. Doch, sind wir. Wir sind luftdicht. Das, was wir jetzt hier sehen, was hier abhaut, das ist nur das, was in den Dings reingeht. Oh, wie ich das hasse, ey. Entschuldigung, hab schon wieder gemault. Ja, wir haben 83 kPa. Jetzt geht natürlich der Druck da rein. Ist ja klar. Das ist ja, hier ist ja ein Raum. Ja, und dementsprechend geht da der Druck rein. Deswegen hat er gerade gepfiffen. So, das sieht doch gut aus. Dann können wir hier mal schon mal... ja, genau. Hallo? Mach, Orange, ich bin so blöd. Ich bin so blöd wie 2 Meter Feldweg, ey. So. Und ich denke mal, wie gesagt, das werde ich dann alles mal offline machen, weil das, ey, ernsthaft, ich buddel jetzt nicht mit euch 2 Stunden hier in der Erde rum. Ja, das mache ich alles mal offline. Wir haben jetzt das soweit fertig. Wir können hier die 8 Shoots nochmal verbauen. Dass wir dann schon mal dahin finden. Dann können wir schon mal den Trecker bauen. Den wir ja brauchen. Oh, und die können wir hier einfach mal reinschmeißen. Die brauchen wir nicht mehr. So, jetzt bauen wir mal den Tracker. Dazu gucken wir immer mal ins Wikipedia. Ich weiß nicht, heißt das Ding Tracker? Ja, das heißt Tracking Beacon, genau. Und der wird im Toolmaker hergestellt. Alles klar, mal gut, dass wir einen Toolmaker haben. Ich muss immer bloß aufpassen, wenn ich jetzt rausgehe, dass ich meinen Helm zumache. Sonst brennt's. So, und den Beacon stellen wir dann nämlich neben den Ofen und dann können wir den nämlich wunderschön finden. Habe ich schon dran vorbeigescrollt? Da ist er. Tracking Beacon. Ach du Scheiße, Gold und Kupfer. Naja gut, haben wir ja. Gold hatten wir hier. Und Kupfer müssen wir jetzt mal holen. Haben wir aber auch alles gehabt. Wird ja sich alles ändern dann, wenn wir den Ofen haben. So, wir gucken nochmal schnell zur Rakete, was die macht. Ah, oh, guck mal, die hat schon wieder fast 600 Items bei, ey. Ha! Ist das geil. Es funktioniert wie ein Länderspiel, ey. Wahnsinn. Was wollte ich jetzt machen? Verdammt, ich hab's vergessen. Ach so, Kupfer wollte ich holen. Ha!
Oh, das kriege ich ja jetzt hier gar nicht raus. Da, wo ist denn hier unser Kupfersilo? Ich glaube, das erste Eisen, das war, glaube ich, Kupfer. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Ach, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ha, wer hat das gesagt? Ja, Rakete kommt zurück. Oh, ist das laut. Also, wenn man keinen Helm auf hat, ist sie gleich noch fünfmal lauter, die Kiste. Oh. Achso, ich wollte ja Kupfer schmelzen. Mensch, siehst du? So. Ey. 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 Hier ist so viel Bewegung. So, wie gesagt, wenn wir hier oben keinen Kupfer auswählen, dann macht er da ganze Bahn von. Hey, hier ist viel Luftbewegung. Ja, man hört es auch. Wie gesagt, die Temperatur reicht dafür vollkommen aus. Alles klar, hau raus. Jo, vielen Dank. So, aber irgendwas fehlte doch noch. Kupfer und was fehlte noch? Fehlte da nur Kupfer? Ne, nur Kupfer fehlt. Ach so, ein Gold hatten wir schon reingepackt, ja. So. Und unsere. Och, weil die Tracking-Card, die müsste auch noch irgendwo rumliegen im Schrank. Da müssen wir gleich mal gucken. Ach, Moment, ich muss doch das hier hinstellen. So, hier wollen wir hin. Hier werden wir also das Ding jetzt aufbauen. So. Und der hat auch einen Stromanschluss, glaube ich. War das der? Oh, das ist nicht der richtige. Ist das der richtige? Ich habe doch draußen einen. Wie heißt denn der? Der hat auch. Ach, gehe ich jetzt nicht raus. Habe ich jetzt wirklich den falschen gebaut? Weil es gibt doch. Es gibt doch ein. Oh, Dockport. Portside. Oh, was ist denn hier los? Ey. Was habe ich denn hier gerade gesehen? Vielleicht können wir doch irgendwann ins Weltall fliegen. Wer weiß, wer weiß. Das ist doch der Trekkingbeacon. Wieso kann ich. Wer hat der, wo ist denn der Stromanschluss? Ich weiß, da muss eine Batterie rein. Es ist alles gut, aber. Aber es gibt doch einen, wo man Strom anschließen kann. Ist das der falsch? Ey, ich gehe jetzt nochmal raus hier. Das ist jetzt. Ich muss das jetzt wissen. Das ist so. Wie heißt das Scheißding? Der heißt wahrscheinlich Base Beacon oder so. Ich habe den schon so lange nicht benutzt, ey. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht auf den falschen gucken. Den. So, Rakete ist wieder da. Das ist gut. 84 kPa. Ja, wir können den Druck noch ein bisschen anheben, dass wir vielleicht 100 hier hinten haben. So, mal gucken. Ja, und warum konnte ich jetzt meine Basis aufmachen, ohne dass uns der Druck verloren geht? Naja, weil ja, die Erde auch dicht ist, luftdicht, die Marsatmosphäre. Marserde. So, hier ist doch der. Wer ist denn der? Hä? Der sieht ja ganz anders aus. Wie heißt das Ding denn? Naja, dass der Basis heißt, verstehe ich auch. Hä? Wer ist denn der? Der sieht doch ganz anders aus. Das ist der Tracking. Ach, ich bin. Kann es sein, dass man den mit dem Scrollrad benutzen kann? Nein. Wie heißt denn der? Gibt es den nicht mehr oder was? Oder gibt es den noch? Also jetzt, keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Es ist, ja, ich weiß schon wieder nicht mehr Bescheid hier. Egal. So, unsere Rakete ist wieder zurückgekommen, lädt gerade aus, alles super, alles klasse. Können wir also uns dann später einen Notfall-Return-Button machen.
Egal, wir werden jetzt einfach da eine nukleare Batterie reinstecken und dann ist Peng. Ich werde jetzt hier nochmal Lage peilen, ob ich eventuell noch einen anderen Tracking-Beacon sehe. Also ich sehe da den Tracking-Beacon. Ich meine, der hieß so. Kann auch sein, dass ich mich jetzt irre. Hier gibt es nichts weiter. Okay, alles klar. Gucken wir mal im Elektronik-Sprinter, ob wir hier noch irgendwas haben. Das Ding heißt wahrscheinlich Kit Tracking Beacon oder so. Und dann ist das der, wo man auswählen kann, welchen man da aufbaut. Ist egal jetzt. Wir lassen das. Ist jetzt völlig egal. Wir machen da eine nukleare Batterie drin. Und dann hält der auch lange genug zum Buddeln. Und dann ist das gut. Ja, das Buddeln werde ich dann mal machen. Werde schon mal ein paar Gerüste für euch schon mal bauen, dass wir da ein bisschen weniger Stress haben. Und dann finden wir hier auch hin. So, den werden wir jetzt auch benennen. Das ist dann Tracking Beacon Ofen. So, die machen wir mal aus wieder. So, weil den brauche ich ja jetzt gerade noch nicht. Und jetzt brauche ich das Tablet und da brauche ich jetzt unsere Tracking-Karte. Aber ich wüsste, wo die ist, ey. Gasdisplay. Da hat auch nochmal ein User gesagt, dass manche Gasdisplays buggy sind. Wenn man die einmal benutzt hat, gehen die nicht mehr. Kann ich nichts zu sagen. Bei mir gehen sie. Zumindest bis dato. Airlock, Gasdisplay. Oh, ich habe so viele Gasdisplays, ey. Advanced Airlock, Tracker. Da ist er. So, dann drücken wir hier mal drauf. Und nehmen mal den Network Analyzer raus. Nehmen dafür den Tracker. Dann drücken wir mal nicht R, sondern Rechtsklick, drücken dann R, sagen Next und da haben wir unseren Tracking Beacon. Das ist der Ofen, der ist natürlich jetzt aus, ist ja klar. Welchen anschalte, dann sehen wir ihn. So, und jetzt können wir unter der Erde, können wir buddeln und finden da genau zu dem Punkt dahin, wo wir hinwollen. Da sehen wir nämlich auch die Entfernung, wie weit wir weg sind. Ne? Super. Da, genau da wollen wir hin. Wir könnten theoretisch den hier auch aufmachen, dann würden wir den auch gleich finden. Ja, das mache ich dann als Schritt 2. Gut, also ihr könnt schon mal abschalten. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich dann da unten den Keller ein bisschen schon gebastelt habe. Wie gesagt, seid mir nicht böse, wenn ich solche Sachen dann immer ohne euch mache, weil ich glaube einfach, dass ihr, ja, ihr wollt einfach sehen, wie etwas hier passiert und nicht wie ich stundenlang Gerüste baue. Ich glaube nicht, dass ihr das sehen wollt und deswegen werde ich das immer offline machen, jetzt solche große Projekte, wie zum Beispiel auch Raketensilo bauen und so. Es ist einfach langweilig. Ja? Ich weiß, viele von euch wollen so sehen, viele so, aber wir bauen dann gemeinsam hier den Fahrstuhl noch nach unten und alles und ja, gucken wir mal. Ja, also, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, wir sind nicht gestorben, wir haben Atmosphäre, wir verbrennen viel zu viel Strom, aber unsere Batterien haben endlich was zu tun. Bis dahin, macht's gut, tschüss, euer Chris.